Sehr geehrter Herr Lauterbach, ich bin Hausärztin aus Überzeugung und mit Leidenschaft. Im Team betreuen wir täglich eine hohe Anzahl von Patienten. Für alles dies bekommen wir eine hohe Wertschätzung von unseren Patienten, die froh und dankbar sind, dass wir für sie da sind. Warum bekommen wir diese Wertschätzung nicht von Ihnen, Herr Lauterbach? Vollmundig sprechen Sie von Verbesserungen, Preisen, Entbudgetierung und Entbürokratisierung an. Sie sagten, Sie bewegen sich für die Freiberuflichkeit. Leider spüren wir dies in den Praxen überhaupt nicht. Die Entbudgetierung ist nur ein Schritt und liegt derzeit für eine einzige Berufsgruppe vor. Bei den Honorarverhandlungen für 2023 haben Sie widerstandslos hingenommen, dass die Krankenkassen uns ernst gemeinte 0% angeboten haben, aus denen im Schlichterspruch 2% wurden. Keinesfalls genug, um die Tariferhöhung der Angestellten zu denken, ganz zu schweigen von einem auch nur annähernden Inflationsausgleich. Ich bin Praxismanager, Personalleiter, Geschäftsführer und Chefarzt in einem und leiste auf allen Posten hervorragende Arbeit. Dies muss von der Politik endlich gewürdigt werden.